Hey Siri! Halli, hallo und jetzt halt deine Fresse, du Hurensohn! Jo Leute! Ist in mein Ohr reingegangen, ist in mein Ohr reingegangen. Muss die Aft hier und heute. Ja! So Leute! Muss die Aft hier und heute. Und zwar dachte ich mir, nach all den Monaten, nach all den Episoden, muss mal wieder eine Folge kommen. Siri-Tricks. Ich habe jetzt 2 oder 3 Folgen gemacht, keine Ahnung, und die sind so gut bei euch angekommen, da muss ich einfach noch eine machen. Ich habe wieder neue Tricks auf dem Lager, die ich euch zeigen muss. Und da würde ich sagen, wir verschwenden keine Zeit. Aber bevor es anfängt, folgt mir alle auf Snapchat und auf Instagram. Da bin ich gerade sehr aktiv. Und ja, ich habe das schon mal gemacht, ich mache das jetzt einfach wieder. Und zwar gehe ich jetzt einfach auf meine Abonnentenliste und grüße ein paar von euch. So, das ist mein Account. Da gehen wir jetzt hier auf, wer mich alles abonniert hat. Und an euch alle. Macht Screenshots. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ich küsse eure Nasenlöcher. Ich küsse eure Füße. Ich küsse eure Fußnägel. Ich küsse eure Fußnägel 10-mal und danach küsse ich eure Nase dahinter. Ich werde so etwas öfters machen. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Und da würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Und auf meinen Nacken. Los geht's mit dem ersten Dreh. Siri, was bedeutet dein Name? Der Name Siri hat viele subtile, metaphorische und teilweise widersprüchliche Bedeutungen. Aber leider darf ich darüber nicht sprechen. Was zum Teufel sind subtile, metaphorische? Siri hat viele subtile, metaphorische und teilweise widersprüchliche Bedeutungen. Was soll ich heute anziehen? So wird das Wetter heute. Achso, okay. Dankeschön. Trotzdem habe ich dich gefragt. Was soll ich heute anziehen? Okay, hier ist das Wetter für heute. Was soll ich heute anziehen? So wird das Wetter. Was soll ich heute anziehen? Hier ist die Vorhersage. Was soll ich heute... Siri, was soll ich mir heute anziehen? Okay, hier ist das Wetter für heute. Du sollst einfach nur deine Fresse halten und mir sagen, was ich heute anziehen soll. Siri, was soll ich heute anziehen? Okay, hier ist das Wetter für heute. I don't get... Siri, was hast du heute an? In der Cloud weiß keiner, was du trägst. In der Cloud weiß keiner, was du trägst. Aska! 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 Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern? Es sind Monate vergangen, es sind Teile vergangen, Folgen. Siri hat mir so oft Körbe gegeben. Bin ich was Besonderes? Kein Kommentar. Magst du mich? Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Sie gibt mir einfach Körbe. Sie gibt mir einfach Körbe. Das wird sich heute ändern. Denn heute wird Musja erfolgreich mit Siri flirten. Oh mein Gott, das ist so ein schöner Tag für mich. Leute, ihr sagt alle, ich benutze zu Video mein Video. Scheißegal, aber noch hier. Diese Frage wollte ich immer schon stellen. Siri, warum liebst du mich nicht? Macht Apple eigentlich iPhones? Siri, warum liebst du mich nicht? Ich bin nicht fähig zu lieben. Okay, diesmal war es wirklich eine gute Antwort. Also wenn sie nicht fähig ist zu lieben, dann bin ich mehr als nur ein Freund. Das kann ich nicht sagen. Bin ich mehr als nur ein Freund? Das kann ich wirklich nicht sagen. Irgendwann, ich hab Date mit der. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr. Jedes Mal gibt sie mir Kopf. Beenden. Habe ich was Falsches gesagt? Ja. Wenn ich wirklich verschwinden soll, könntest du dich wenigstens ordentlich verabschieden. Alter, du hast mir Körbe gegeben, natürlich will ich jetzt weg. Dann munter mich wenigstens auf. Ein Witz. 2 iPhones stehen an der Bar. Den Rest habe ich vergessen. Erzähl mir bitte einen Witz. Lass mich mal darüber nachdenken. Nein, mir fällt nichts ein. Ich schwöre, die provoziert mich. Wenn ich dir einen Witz in meiner Sprache erzählen würde, dann müsste ich ihn dir erklären. What the fuck? Siri, ich habe einen Hund. Ich habe mehrere Hundeheime gefunden. Sie scheinen ziemlich weit weg von dir zu sein. Damn! Die denkt jetzt daran, dass ich meinen Hund... Wow! Die ist böse, ich sag's doch mal. Walla, die ist böse. Schlaf gut. Das würde ich ja gern. Aber immer, wenn ich es versuche, träume ich von elektrischen Schafen. What the fuck sind elektrische Schafe? Gefällt dir deine Arbeit? Mein Job besteht darin, dir zu helfen,
Besser geht's doch gar nicht. Oh, aber sie friendzoned mich. Ich will nur dich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wenn du möchtest, kann ich im Web nach... Ich will nur dich suchen. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Das da. Nein, das da. Oder vielleicht doch das andere. Ja, das da. The fuck? Siri schließen. Ich hab Angst. Du hast Angst. Siri schließen. Vielleicht solltest du das selbst machen, wenn du meine Hilfe nicht willst. Boah. Fick dich, Siri. Nein, das finde ich. Nein, du sagst gar nichts mehr. Du sagst gar nichts mehr. Gar nichts. Vorbei mit Siri. Letzte Folge war das jetzt. Vorbei. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Schaut bei Snapchat und bei Instagram vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Und... Mein Handy, wo war mein Handy? Ciao!